aber Fortuna. Meister Bayern half sich gegen den Tabellenletzten mit befreienden Schlägen, die ja selten Befreiung bringen. Und Fortuna vergaß die schwachen letzten Spiele, kombinierte erstaunlich Manfred Bockenfeld, Flanke weg von Torwart Pfaff, Thiele und Keim in der Luft und der Ball im Tor. 1:0 vor Fortuna nach einer halben Stunde, der jüngste Bundesliga-Trainer Dieter Frey endlich mit Glück. Denn Bockenfelds gute Flanke war noch von Verteidiger Winkelhofer abgeprallt. Winkelhofer anders als damals allerdings in Uerdingen. So hatten die treuesten Fortuna-Freunde ihre Mannschaft bestreikt. Nach dem Tor füllten sich dann aber doch die Stadionränge in Block 36. Sie hielten es draußen nicht mehr aus, sahen mit 21.000 in der zweiten Halbzeit angreifende Bayern eine kampfstarke, konternde Düsseldorfer Fortuna, so wie es die Gladbacher sonst machen. Torjäger Thiele gegen Augenthaler, kampfstark auch er, Bewegung im Düsseldorfer Spiel. Hasse Holmqvist, 2:0 für Fortuna in der 53. Spielminute durch den schwedischen Nationalstürmer. Holmqvist mit einer gut geschnittenen Ecke, weit zu Keim und sofort zurück und ins Tor durch Sven Demand. Glücklich das 3:0 gegen den Meister 8 Minuten später. Ein junger Mann, der im Vorjahr noch Amateur war, so schnell wird ein Name großgeschrieben in der Bundesliga. Dieser weite Wechsel der Ecke von rechts, dann rüber wieder von der anderen Seite von links, das hatte die beste Bundesliga-Abwehr verwirrt. Fortuna erinnerte mal an ihre Abwehrschwächen hier gegen Kögel. Doch da machte ein 21-Jähriger im Tor sein erstes Bundesligaspiel. Jörg Schmadtke, immer wieder unter Glückwünschen der Kameraden, er stand anstelle von Uwe Greiner im Düsseldorfer Tor. Freistoß Augenthaler und wieder Schmadtke. Wenn schon, denn schon, dachte sich Fortuna und machte das Geburtstagsfest auch auf dem Rasenrund durch Ralf Gusend. 4:0 über Meister Bayern, da wird der Ball zum Souvenir. Selbst für einen Torjäger wie Günther Thiele. Hier. Und Udo Lattek wurde zum Lieferanten von Geburtstagspunkten. Unfreiwillig, wie man sieht. Und jetzt ist in Düsseldorf dieser Udo dran, bei Fortuna, im Festsaal. Ich bin sicher, er erinnert die 90-jährige Dame daran, na, Sie wissen ja, immer wieder. Und